Okay, mir wurde geschrieben und natürlich mache ich dazu auch wieder ein Video. Neues Video, neues Glück, die Niki ist zurück und ja, was soll ich sagen? Ich wollte sowieso eigentlich erst für morgen ein Video machen, aber da ich von der lieben Regan, ich weiß immer noch nicht, wie man den Namen ausspricht, ne? Shame on me. Und ich angeschrieben, hey, wegen den ganzen magischen Konzeptartpferde, wieso mache ich nicht dazu mal ein Video und dachte, das ist meine Meinung. Ich wollte eigentlich wegen morgen noch warten, weil wir dieses wunderschöne Bild bekommen haben. Denn am 6. April erwartet uns anscheinend, ja genau, 6. April haben wir das Dressur-Event, Tag der offenen Tür. Und dann wollte ich eigentlich morgen, mache ich sowieso nochmal ein Video zu wegen mehr Informationen. Guckt euch mal diese wunderschöne Flagge an. Aber ich rede euch nochmal über diese magischen Fellfarben, den Concept Arts. Und das hat sie auch gut im Brief geschrieben. Denkt daran, Leute, es sind nur Concept Arts. Es kann immer noch sein, dass sich Sachen verändern oder Sachen sich kombinieren. Bitte beachtet, dass diese Modelle nur Proben und keine Garantie sind, dass sie ins Spiel kommen. Genau. Modelle wie diese werden erstellt, damit verschiedene Farben und Muster ausprobieren können. Wenn wir mehrere Designs haben, die uns gefallen, kombinieren wir dies, bis wir ein detailliertes Modell haben. Also es kann auch sein, dass wir so dieses Rosenpferd plötzlich mit dem Aquapferd zusammen haben. Als Beispiel. Okay. Ich war ganz ehrlich, ich war einfach nur, wow, die haben viele Ideen, sogar zwei Seiten. Und dann dachte ich mir so, meine Licht- und Schatten-Thematik ist immer noch nicht drin. Sad life. Aber von der ersten Reihe, ich finde den V ganz interessant. Wenn sie auch diese 3D-Schweif oder Federn hier reinbringen, mit dem Kopfschmuck und den Schweif und hier mit der Platte, das würde mich interessieren. Aber unbedingt Faunpferde oder Vogelpferde müsste ich jetzt nicht unbedingt haben, weil wir auch die Tagfaunpferde gerade drin haben. Mit Dorscha und Solas. Dann zweite Thematik hier: Früchte. Und so Fabelwesen halt. Hier mit so fluffigen Öhrchen und so Art Hörnern oder Kopfschmuck und dann ganz viel Fell. Und so buschigen Schweif halt. Das erinnert ein bisschen an das Heidrun hier mit den Hörnern. Sieht auch ganz nett aus. Also es schaut mich jetzt nicht sowas von um. Dann haben wir hier so Muscheln nochmal, Sonnenblumen. Das ähnelt so einem Drachen irgendwie. Dann haben wir so eine Art Feuerfisch. Ich weiß gerade nicht, wie die wirklich heißen. Ich kenne sie unter so Feuerfische oder so. Das würde mich hier nochmal interessieren, dieses dunkelviolette. Mit den goldenen, gelben Runen halt, ne? Und eine Verzierung. Ich weiß noch nicht, ob es ein Kragen ist oder ob es, was das darstellen soll. Aber es sieht auch so leicht heilig aus. Das würde mich nochmal echt mega interessieren. Weil ich habe sowieso auf Lichtschatten-Thematik gehofft, was mir immer noch nicht erfüllt wird. Aber gut. Ja, das finde ich, also das Pellblau mit dem Pinken finde ich so richtig Barbie-like. Das ist mir zu krass einfach wieder. Und die Fische, ha. Also, ich weiß nicht, ob ich unbedingt ein Pferdchen reiten möchte mit Fischschwanz. Also, hinten statt Schweif. Also, nicht ganz so meins. In der letzten Reihe finde ich irgendwie hier alle wieder interessant. Das schwarz-blaue oder schwarze, also für mich sieht es auch schwarz-blau aus, mit der neonblauen Mähne und Schweif und dem neonblauen Hufen. Dann einmal nochmal ein Schweif soll interessant, hier mit den Ringen da drum und hier ein bisschen zusammengebunden. Ein Halsring und Beinschmuck. Interessant. Ich weiß nicht, ob es hier auch nochmal einen Drachen darstellen soll. Und dann halt auch Thema Ägypten finde ich mega. Also da können die bestimmt auch was Wunderschönes machen. Gibt es so viele Mythologien und Fantasy-Sachen in dieser Welt. Und da kann man auch bestimmt ein Fantasy-Ägypten-Pferd rausmachen. Steampunk ist natürlich wieder überhaupt nicht so meins. In der letzten Reihe vielleicht, in der ersten Reihe das letzte Pferd.
dass er eine Art Rüstung darstellen soll, statt nur Roboter, also so eine Art Ritterrüstung, aber dass die dann auch die Platten 3D sind, das würde mich vielleicht doch interessieren. Also so ein Pferd mit kompletter Rüstung mal. Das hätte was. Aber so Steampunk-Pferde oder Roboter-Pferde sind überhaupt nicht meins. Das gleiche gilt auch leider für die Froschpferde. Das ist auch überhaupt nichts für mich. Das tut mir leid. Auch wenn das farbenfroh aussieht, aber nee. Magma und Eis. Ich denke mal, das soll einfach Eis darstellen. Würde mich auf jeden Fall auch mega interessieren. Klar, wir haben das Brinicle schon drin, aber es ist ja das, das Eiszapfenpferd, das Brinicle, oder was hat das nochmal für einen Namen, für Mythologienamen-Kategorie gehabt? Ich weiß es gerade nicht, aber Gletscherpferd. Egal, also Magma- und Eisthematik, das wäre natürlich auch nochmal mega. Bin natürlich auch gespannt, wie die das umsetzen. So Diamant wäre auch nicht schlecht. Und hier haben wir nochmal so eine Art Rosenpferd. Also ich finde die Ideen gut. Also, ich glaube, das meiste, was mich anspricht, ist irgendwie das mit dem Licht hier. Also, ich dachte mir vor, das Lichtpferd hier oben. In der dritten Reihe. Die untere Reihe mit den Ägyptenpferden und hier mit dem blauen Neon. Und Magma und Eis und Diamant. Also, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie die das so umsetzen und ob das überhaupt reinkommt und ob es reinschafft. Ich hoffe einfach mal nicht, dass wir Roboterpferde kriegen, weil. Das ist überhaupt nicht mein. Das wären, glaube ich, die allerersten magischen Pferde, die ich dann komplett aussetzen würde. Aber ihr könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, was ihr denn am schönsten findet. Kleiner Post ist jetzt, da kam er vor 3 Tagen raus. Lebt vor 3 Tagen, ne? Aber egal, ich habe jetzt auch dazu mal meine Meinung gesagt. Und ja, welches Pferd findet ihr denn am schönsten? Oder habt ihr vielleicht eine andere Thematik, wie ich die noch gern drin haben wollt und freut euch auch? So, morgen werde ich jetzt zum Beispiel auch nochmal ein Infovideo machen, was denn jetzt mit dem Tag der offenen Tür auf sich hat. Also, ihr Lieben, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.